Es ist eines der wichtigsten Nationaldenkmäler der Vereinigten Staaten und wird jedes Jahr von über 500.000 Menschen besucht. Das Washington Monument wurde zum Gedenken an George Washington, den ersten amerikanischen Präsidenten, errichtet. Aber wenn du es dir mal genauer anschaust, ob persönlich oder beim Googlen der Bilder, fällt dir vielleicht auf, dass es zwei Farben hat. Das war aber keine Designentscheidung, falls du das jetzt denkst. Der Washington National Monument Society, das war die für den Bau zuständige Behörde, ging das Geld aus, sodass das Projekt in den 1850er Jahren auf Eis gelegt wurde. Es dauerte 25 Jahre, bis die Behörde die Bauarbeiten wieder aufnehmen konnte. Die oberen zwei Drittel des Monuments wurden 1884 fertiggestellt. Aber weil sie dann Marmor von einem anderen Ort genommen hatten, konnten sie kaum voraussagen, wie sich dieser Marmor im Laufe der Zeit verändern würde. Die beiden Abschnitte sahen anfangs sehr ähnlich aus, aber mit der Zeit, vor allem durch Wind, Regen und Erosion, kamen unterschiedliche Farbtöne zutage. Und es gibt sogar einen dritten Teil aus Marmor, den du aber nur erkennst, wenn du ganz genau hinschaust. Die Bauherren hatten anfangs einen Marmorlieferanten in Massachusetts beauftragt, hatten aber bemerkt, dass die Farben nicht gleich waren und so wechselten sie zu einem anderen Anbieter, was zur dritten Marmorschattierung führte, die aber nur auffällt, wenn man direkt davor steht. Die meisten Besucher sehen sie aber nicht, obwohl die Bauherren den Unterschied recht schnell erkannt hatten und auch eine Marmorsorte gefunden hatten, die der ursprünglichen ähnelte, veränderte der Marmor aber seine Farbe wegen der Witterungsbedingungen. Gehörst du auch zu den Menschen, die ihre Freizeit gerne auf Pinterest oder Instagram verbringen, um nach dem nächsten Reiseziel zu suchen? Dann hast du bestimmt schon die kleine italienische Stadt Cinque Terre gesehen. Es gibt einen Grund, warum sie bei Fotografen und Weltenbummlern so beliebt ist, und zwar wegen der bunt bemalten Häuser, die einen schönen Kontrast zum kristallklaren Meer bilden. Die Stadt wurde in einem bunten Potpourri angestrichen, von grün über gelb bis hin zu leuchtendem Pink. Es ist also kein Wunder, dass dieser Ort so ein Hit ist. Er sieht auch eher aus wie ein Gemälde als ein realer Ort auf der Erde. Du fragst dich, warum diese Häuser so prächtig bunt gestrichen wurden? Es heißt, dass die Fischer früher ihre Häuser in verschiedenen Farben angemalt hatten, damit sie schon vom Wasser aus ihr Haus erkennen konnten. Andere Gebäude, die früher eine spezielle Farbgebung bekommen hatten, dürfen per Gesetz nicht umgestrichen werden. Das ist jedenfalls so in der Pink City, auch bekannt als Jaipur in Indien. Dort stehen viele Gebäude in verschiedenen Rosatönen, von Altrosa bis Fuchsia. Diese beeindruckende Farbgebung stammt aus den 1800er Jahren. Man munkelt, dass der damalige indische Maharaja Savai Ram Singh Prinz Albert bei seinem Besuch besonders herzlich willkommen heißen wollte und daher die ganze Stadt rosa anmalen ließ. Das wirft natürlich die Frage auf, warum er ausgerechnet rosa gewählt hatte. Der Maharaja dachte, dass dieser Farbton auf subtile Weise einladend und gastfreundschaftlich wirken würde. Jaipur ist übrigens nicht die einzige monochrome Stadt auf der Welt. Ihr blaues Gegenstück befindet sich in Marokko und heißt Chefchaouen. Einige Bewohner sagen, dass die Stadt blau gestrichen wurde, um die Schönheit des Mittelmeers an Land wiederzuspiegeln. Andere sind der Meinung, dass ein blau gestrichenes Haus an heißen Tagen für mehr Abkühlung sorgt. Es wird sogar behauptet, dass ein blau gestrichenes Haus Mücken fernhält. Die Leute dort sagen, dass der Farbton den Wellen des Meeres ähnelt. Und wenn du mal darüber nachdenkst, ist das nicht gerade ein wünschenswerter Ort für Insekten, stimmt's? Dieses Bauwerk ist zum unbestreitbaren Symbol der Stadt der Liebe geworden. Ah, der Eiffelturm. Mir steigt auch schon der Duft von frisch gebackenen Baguettes in die Nase, dir auch? Aber zurück zum Eiffelturm, der hat nämlich auch ein kleines Farbgeheimnis. Das berühmteste französische Denkmal hat heute einen kastanienbraunen Anstrich, sah früher also farblich anders aus. Der Ingenieur, der den Turm bauen ließ und ihm auch seinen Namen gab, war Gustave Eiffel. Er behauptete, dass der ursprüngliche hellrote Anstrich den Turm vor Rost schützen sollte. Ähnlich wie bei der Golden Gate Bridge in San Francisco. Aber seit seinem Bau hatte der Eiffelturm viele verschiedene Anstriche bekommen, darunter waren Ocker, Gelb und verschiedene Brauntöne. Einmal nutzten sie sogar einen Ombre-Farbeffekt, dadurch sah der Turm aus, als würde er mit dem Himmel verschmelzen. Ich hatte mal eine rührende Geschichte von einem taiwanesischen Regenbogen-Opa gehört.
Sein Name ist Huang Jungfu und seine Geschichte beginnt in den späten 2000er Jahren. Er war offiziell der letzte Bewohner seines kleinen Dorfes, das die örtliche Behörde abreißen wollte, um einen modernen Wohnkomplex zu errichten. Um seine Trauer zu überwinden, begann der Mann, die Häuserwände im Dorf zu bemalen. Er malte Bilder von Vögeln, Katzen und auch von Menschen. 2010 erfuhr ein Student der örtlichen Universität von diesem kleinen Heimwerkerprojekt und der Rest ist Geschichte. Mithilfe einer Spendenkampagne schaffte es das kleine Dorf mittlerweile, jedes Jahr viele Touristen anzulocken, über 1 Million sogar. Und so ist es kein Wunder, dass die örtliche Behörde ihre Pläne aufgab. Lass uns noch ein wenig bei schönen Designs bleiben. Es gibt eine Bibliothek, die wie ein riesiges Bücherregal aussieht. Nein, das ist keine Szene aus einem Fantasyfilm. Jemand hat das tatsächlich gebaut. Eine der Fassaden der öffentlichen Bibliothek in Kansas sieht aus wie eine Buchreihe, die in einem Regal steht. Ja, das ist ziemlich ungewöhnlich, denn die Bücher sind jeweils 8 Meter hoch und 3 Meter breit. Du musst kein Bücherfreak sein, damit dir das gefällt. Der größte Korb der Welt ist nicht für übergewichtige Katzen, nein, es ist ein Gebäude. Ja, es gibt ein Gebäude, das tatsächlich wie ein Korb aussieht. Du kannst es in Newark in Ohio bestaunen. Ursprünglich sollte es der Hauptsitz der Longaberger Company werden. Das ist ein amerikanischer Hersteller von handgefertigten Körben. Unter Fachleuten gilt es als eines der bekanntesten Beispiele für mimetische Architektur. Das ist eine Art von Design, bei der Gebäude so gebaut werden, dass sie ihre Funktion oder ihren Zweck imitieren. Das Gebäude umfasst 16.700 Quadratmeter. Der Bau kostete rund 30 Millionen Dollar und wurde 1997 fertiggestellt. Es hat 7 Stockwerke und ein Atrium mit einer Glasdecke, durch die Tageslicht ins Innere fällt. Und dieser riesige Korb wird von 2 Stahlgriffen gekrönt, die mit Heizelementen ausgestattet sind, damit sie nicht einfrieren. Außerdem schützen sie das gläserne Dach des Atriums im Winter vor Schnee und Eis, das sonst drauffallen würde. Bei uns in Deutschland, in Darmstadt, gibt es einen Wohnkomplex, der in den 90er Jahren gebaut wurde. Er heißt Waldspirale und hat ein beeindruckendes Design und auch eine interessante Geschichte dazu. Der Name Waldspirale leitet sich wohl vom Grundriss des Gebäudes ab und wahrscheinlich, weil das Dach grün ist, aber nicht nur farblich. Auf diesem verwinkelten Gebäude wächst auf dem Dach ein beeindruckender Wald mit Ahorn- und Lindenbäumen. Fertiggestellt wurde das Gebäude im Jahr 2000. Es gibt 105 Wohnungen und mehr als 100 Fenster, von denen jedes eine andere Form und Größe hat. Das Gebäude ist 12 Stockwerke hoch und es beherbergt auch ein Café und eine Bar. Und es gibt noch ein anderes interessantes Merkmal. Jede Ecke des Gebäudes ist abgerundet. Falls du mal nach Rotterdam in den Niederlanden kommst, solltest du dir die Cube-Häuser anschauen. Diese einzigartigen Gebäude stehen oberirdisch auf einer Fußgängerbrücke in der Nähe des Stadtzentrums und der Metrostation Rotterdam-Blaak. Im 20. Jahrhundert wurde Rotterdam stark beschädigt, was die Stadt aber später zum Mittelpunkt neuer, hochmoderner Architekturentwürfe machte. Der niederländische Architekt Piet Blom begann, funktionale Wohnungen zu entwerfen, die Platz für Fußgänger im Erdgeschoss lassen. Die Idee für diese Häuser kam aus der Natur, von den Wäldern und Bäumen. Jedes Haus steht auf einem sechseckigen Pylon, einer Konstruktion aus Beton, die wie ein Baumstamm aussieht. An jedem dieser Pylone gibt es eine Treppe, die zu den großzügig angelegten Wohnbereichen führt. Ein anderes Beispiel für ein Haus, das aussieht, als käme es aus einem Märchen, ist das Nautilus-Haus. Du kannst es in der Nähe von Mexico City in Mexiko bestaunen. Mit seiner muschelähnlichen Form gehört es auch zu den Pionieren der Bioarchitektur. Der Mann hinter diesem innovativen Entwurf ist Javier Senossien. Inspiriert wurde er durch die Werke von Gaudi und Frank Lloyd Wright. Das Konzept der Bioarchitektur besteht darin, Gebäude nach den Strukturen der Natur zu bauen. Außerdem sollen sie die Menschen an ihre lokale Geschichte und Tradition erinnern. Das Nautilus-Haus bietet aber nicht viel Stauraum, dafür soll es aber erdbebensicher und auch wartungsfrei sein. Und hübsch sieht es auch aus, dank der hunderten kleinen regenbogenfarbenen Buntglasfenster.